Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4 und nochmal der Hinweis, bitte berücksichtigt, dass ich nicht alles aufnehmen werde. Viele Nebensächlichkeiten werde ich ohne Aufnahme machen. Wir sind jetzt hier in Sanctuary und sollten eigentlich das mit den Siedlern machen. Ich habe jetzt Dogmeat dabei. Wir könnten noch Cotsworth mitnehmen. Ja, könnten wir auch machen. Aber ich lasse es jetzt einmal mal. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Ja. Wir lassen es einfach dabei. Jetzt müssen wir eben ganz kurz gucken. Status Skills. Der erste Schritt. Sprich mit den Siedlern bei Tampines Bluff. Das wollten wir, glaube ich, nicht. Ich wollte Marys Medaillon holen. Genau. Das heißt, wir deaktivieren eben den ersten Schritt und wir holen Marys Medaillon. Das war im Nordosten, haben die uns gesagt. Los, Dogmeat, los geht's. Ich habe hier so ein bisschen schon die Gegend etwas erkundet, aber tatsächlich noch nicht allzu viel. Und ich glaube, das ist auch da oben schon irgendwie, ne? Okay, wir gehen doch über die Brücke. Ich will jetzt nicht durch das Red verseuchte Wasser gehen. Gott, okay. Nein. So, das läuft ja jetzt hier soweit alles. Jetzt habe ich fast einen Schlag gekriegt von der Leitung. Das war ganz schlau. Gut, wir könnten Sanctuary noch ein bisschen mehr ausbauen, aber wir haben einfach noch keine Ressourcen. Das, was auf jeden Fall... Was ist denn das? Sieht aus wie ein Motorblock. Okay. Das, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, ich habe unser Traglimit erhöht auf bescheidene 5000. Das kann man aber mit einem Konsolenbefehl machen. Und ich werde wahrscheinlich auch so nach und nach mehr Mods dazufügen. Dogmeat? Alles klar. So, gehen wir mal ins offene Gelände. Und ich sollte vielleicht auch schon mal... Nee, nicht die. Ich bleibe erstmal bei der hier. Bei den anderen Sachen ist mir einfach die Munition zu wertvoll. Hier habe ich, glaube ich, schon das letzte Mal am Ufer aufgeräumt. Da waren ein paar Meyerlurks. Aber wir wollen ja jetzt Marys Medaillon wiederholen. Das heißt, uns werden dann noch wahrscheinlich ein paar Raider entgegenkommen. Hier war ich schon. Ja, da war ich schon. Und hier waren auch, glaube ich, ein paar Raider. Die haben wir aber schon beseitigt. Und da müsste, glaube ich, die Station sein. Was ist los, Dogmeat? Ganz ruhig. Ja, 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 ja. Hier waren auch, glaube ich, einige Maulwurfsratten. Aber das, was ich auf jeden Fall machen wollte, waren hier so die Quests. Und alles andere kann ich dann auch nebenbei tatsächlich so machen, weil sonst zieht sich Fallout 4, glaube ich, ins Unermessliche. Ja, ist so gut. Alles gut, Dogmeat. Oh Gott, den Vogel kenne ich doch. Begegnet sind wir denen aber, glaube ich, noch nicht. Da ist ein Redhirsch. Oh, Kiste. Und da ist ein Blähfliegen. Ein Teddybär. Ach, guck mal, hier die Blähfliegen und die Raider. Ja, komm, sollen die erstmal sich selber so ein bisschen bekriegen. Aber hier ist nichts für uns, ne? Schade, schade. Man sollte ja meinen, dass hier... Oh! Hier ist nichts für uns. Nein, da ist nur eine Powerrüstung. Ach, cool. Schön. T45. Bisschen beschädigt. Redhirsch, lass es. Ich will dir nichts tun. Warum? Dogmeat. Hey. Dogmeat, hier bei Fuß. Geh dorthin. Geh hier. Hier drüben. Hier, komm. Lass es. Lass es. Wir wollen der Redhirsch-Kuh jetzt nichts tun. Ich habe, glaube ich, einen Kern dabei, ne? Lizzie? Hallo?
Das ist schön. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Ach so, jetzt. Da ist sogar ein Fusionskern drin. Alles klar. Ja, komm, dann nehmen wir sie mit, ne? Okay, Bein ist kaputt. Macht aber ja nichts. Da ist noch Munition. Ein paar Patronen. Können wir immer gut gebrauchen. Dogmeat, lass einfach die Red-Hirsche bitte in Ruhe. Oh, okay. Wir sind anscheinend schon im Kampf, obwohl wir noch gar nicht dran teilnehmen. Raminleder, nehmen wir mit. Oh. Die hatten mich wenigstens ein paar Schuss nacheinander. Hui! Ja. Gut, oh, die tritt meinen Hund, die blöde Kuh! Dafür stirbst du! Blödes Stück. Selbst schuld. Yusef, Satellitenstation Olivia. Oh, Doggy, Dogmeat, alles gut, ne? Ja, prima. Okay, umrunden wir das Ganze mal vorsichtig. Da sollen wir rein, aber wir gucken erstmal, dass wir hier alles mitgenommen haben, was es so gibt. Ja, das ist schick. Schraubenzieher in Toaster stecken. Mhm. Sollte man unbedingt nicht versuchen. Okay, da ist sonst nichts. Hier geht's hoch. Da ist auch nichts. Gucken, ob da oben noch jemand ist. Hier nehmen wir erstmal alles mit. Oh, Maulwurfsratten. Und Blähfliege. Jo, das ist doch mal was. Da hat die Natur tatsächlich mal für uns gearbeitet. Okay. Baseballhandschuh. Hundefutter, warum nicht? Wodka. Alles klar. Die sind hier hochgekommen, die Maulwurfsratten. Okay, das ist. Mir auch neu. Okay, da ist sonst nichts weiter. Dann werden auch nur noch drinnen welche sein, denke ich mir mal. Alles klar. Oh. Die habe ich schon gelootet, alles klar. Gut, dann. Nett. Können wir reingehen? Und schauen mal, dass wir hier ein bisschen aufräumen. Ist hier sonst noch irgendwas? Also es ist einfach so, Fallout 4 kommt jedem Looterherz so megamäßig entgegen bei den Sachen, die man hier einsammeln kann. Und gerade deswegen werde ich sehr viel ohne Aufnahme machen. Was sich dann noch eine Menge wiederholt, es wird mal wieder, es müssen Gebiete gesäubert werden, immer wieder aufs Neue und immer wieder aufs Neue und ratzfatz wären wir bei, ich weiß nicht wie viel Folgen und das kann ich momentan nicht machen. Ich habe riesen Bock im Moment Fallout 4 zu spielen und werde es wahrscheinlich auch ohne Ende spielen, aber viele Sachen muss ich dann auch nicht aufnehmen, deswegen behalte ich mir das absolut vor bei Fallout 4. Schärft, alles klar? Psch, ist gut. Alles gut, Dogmeat. Wir schaffen das schon. Ich behalte mir das also absolut vor, auch viel zu spielen, ohne aufzunehmen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, wir klären erstmal die Gegend. Da ist nichts. Psst! Dogmeat! Ruhig. Entsperren benötigt Terminal, okay. Hä?
Also schön. Ja, entscheide du dich. Oh nein, Hundi! Alter Dogmeat. Das wird nicht lang dauern. Meinst du? Kommt der hier rum oder? Nein, oder nicht? Boah, Dogmeat! Alter Schafitzki. Oh Mann, der arme Hund. Oh, das klingt nicht gut. Dogmeat, hier bei Fuß. Das klingt verdammt nach nah. Scheiße. Okay, das klang jetzt eben nach einer Minigun, oder? Kann das sein? Jo, alles klar. Oh, shit. Ey, wenn ich eins nicht leiden kann, das ist, wenn man meinen Hund schlägt, ne? Freundchen. Jo, die erwischt mich durch alles durch, alles klar. Ja, komm raus. Okay, dann müssen wir mit archaischeren Sachen durchgehen. Na gut. Dogmeat. Dogmeat. Danke. Ja, es ist doof bei der Waffe. Ich hasse es. Ich tauche dafür eben gar nicht. Oh, 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 shit. Dogmeat, lass es. Sauber. Oh Gott sei Dank, wir haben es. Yay, Dogmeat. Die verdammte Minigun. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Achso, warte mal, gehört die zu dir? Okay. Hört sich gut an, ich glaube. Wir haben es geklärt. Wir kriegen noch einen Fusionskern. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haben wir auch den Terminal. Aber wir gucken natürlich, dass wir alles mitkriegen. Was auch irgendwie geht. Wir brauchen momentan alles für unsere Siedlung. Und das ist ja gerade mal die erste Siedlung. Oh Gott, ey. Mir graut's. Schallplatte. Sturmfeuerzeug. Schreibtisch. Sammeln, sammeln, sammeln. Oh, das ist so... Das liebe ich so an Fallout. Ich meine, das war in Skyrim schon immer schön, was man alles so mitnehmen kann. Bloß da konnte man eben nicht alles gebrauchen. Wobei, hier hätte man wahrscheinlich auch mehr einbauen können. Und was mich eben halt hier in Fallout 4 absolut wundert, ist... Können die Leute... Ich meine, hier stehen so viel Besen rum. Kann man nicht den Boden fegen, damit das mal ein bisschen sauberer aussieht? Haben die hier so gänzlichen... Ich weiß, hier geht es ums Überleben, hier geht es ums nicht verhungern und, aber so gewisse Sachen könnte man doch machen, oder? Status Satellitenschüssel offline. Systemfehler, schade. Das heißt, sie bleibt noch offline. Datenstrom, Systemfehler. Datenbanknetz offline. Status offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Okay. Wenn wir jetzt Holoband laden. Hey Schatz, nein, das wollen wir jetzt nicht. Das haben wir schon gehört, das macht mich nur wieder traurig. Moment. Aber das war ja auch nicht alles hier, ne? Wir gucken noch weiter. Da sollen wir hin. Und das Medaillon wiederholen für die Mutter. Oh, Walltech Lunchbox. Nö, töre. Zack. Okay. Ich denke mal, da bekommt man jetzt schon einen guten Überblick, woraus Fallout 4 viel besteht, zumindest für Leute wie mich wahrscheinlich, einfach alles mitnehmen, weil das alles Ressourcen sind. Man kann
daraus viele wertvolle Komponenten gewinnen, um die Siedlung aufzubauen. Und auch da werde ich mir auf jeden Fall noch, Mann, Mods holen. Also ich habe jetzt, um jetzt nochmal kurz zu erklären mit den Mods, ich werde immer wahrscheinlich so ein paar holen, um die Siedlungen zu erweitern. Da liegt doch was, oder nicht? Nee, okay. Sieht nur so aus. Um die Siedlungen zu erweitern, die Baumöglichkeiten. Da ist das Medaillon, alles klar. Ja, wir haben es. Oh Mann. Da ist auch ein Bild drauf, aber man kann kaum noch was erkennen. Alles klar. Wir haben es. Genau, Mods. Also ich werde mir so ein paar runterholen an Mods, die ja eben halt auch das, den Siedlungsbau verbessern, erhöhen. Cool. Dass es mehr Spaß macht. Oh, alles klar. Vorsicht, ich sehe schon. Jo, alles klar. Oh, legendärer Gegner ist mutiert. Na, wunderbar. Aber ist er auch tot? Jetzt wird nichts mehr angezeigt. Also Mods, die das alles ein bisschen schöner machen und ja, aber so richtig cheaten bis auf jetzt, dass ich mehr tragen kann im Sinne von, vielleicht noch, um das mal eben zu zeigen, Inventar. Ich hab's, jetzt ist es wieder auf 310 runter, das ist die Powerrüstung. Warum? Okay, muss man das jedes Mal wieder aufs Neue eingeben? Das kann natürlich sein. Gut, jetzt ist es egal, weil wir eh die Powerrüstung haben und mehr tragen können. Uah! Aber... Okay. Boah. Okay. Also das mit dem Gewicht, Cheaten... Oh Gott, ich wünsche, das würde im privaten Leben auch so gehen. Oh nein, jetzt habe ich was Legendäres aufgenommen. Ich gucke gleich nochmal. Weil... man so schnell voll ist mit den ganzen Sachen. Das ist das Einzige, wo ich cheaten werde. Man kann natürlich eine ganze Menge andere Sachen noch machen. Aber das werde ich vielleicht später mal für mich machen, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Und das wird ja noch lange dauern. Davon mal abgesehen, Einsteigerschloss, Lissy. Ganz ruhig, mit Gefühl. Bisschen mehr Gefühl, Gefühl und kaputt. Also das werde ich auf keinen Fall machen, aber dann erst später mal irgendwann für mich vielleicht, keine Ahnung. Vorher gibt es aber ansonsten keine Erleichterung. Man könnte ganz viel noch zufügen, ich weiß. Aber ich werde jetzt nichts machen, was... ja, schon klar. Moment. Aha. Ach, der Fusionskern ist verbraucht. Du bewegst dich langsamer und kannst wieder stärker Angriffe und noch die Words nutzen. Okay, na gut. Das war das Geräusch. Weil ich möchte schon generell das einsammeln, was mir das Spiel gibt an Ressourcen. Aber dann nicht anderweitig mir irgendwas Spätausgabe. Da ist nur Radio, das haben wir. Man muss überall gucken. Und deswegen, also Fallout 4 kommt mir voll entgegen. Von der Art als Spiel her. Looten, looten, looten. Was das Zeug hält. Hier war ich schon drin. Naja, da war ich schon drin. Da war ich aber noch nicht drin. Oder? Nee. Chirurgenskalpell, okay. Da ist sonst nichts weiter. Abgesehen davon, dass das hier echt gut Holz ergeben würde und das gut Papier, aber nein, wir können es leider nicht mitnehmen. Aluminium, okay, das ist natürlich sowieso... Oh, ein Teddybär! Für Dogmeat. Oh, wie süß! Mit Zigarre!
Oh, ist der süß mit Zigarre im Mund. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. Schrotpatronen. Können wir auch alles gut gebrauchen. So, die hatten wir schon. Genau, von oben kamen mehr. Und hier hatten wir auch schon. Jetzt ist unten noch der Terminal, aber irgendwie war das ja noch nicht so ganz das. Oh. Den hatte ich gar nicht gelootet. War hier nicht noch irgendetwas anderes mit einem. Oh Mann, der Hund. Muss das sein? Warum kann man die Hunde nicht, was weiß ich, überzeugen und auf die eigene Seite bringen? Das wäre doch viel schöner. Genau, wir haben den Schlüssel gefunden unten. Hallo, Mini-Atombombe. Einsteiger-Safe, komm, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Also Schloss knacken, oh, brauche ich unbedingt, ganz wichtig. Na komm schon. Schön. Sehr gut, wir nehmen alles mit. Alles, was wir kriegen können. Ein Spüllappen. Naja. Theoretisch müssten wir meinen, dass er keimfrei ist, ne? Nach der Atombombe. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, ein US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Perfekt. Ja. Tiptoe through the tulips. Auch sehr schön. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Sehr gerne. Tiptoe through the tulips, la 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 la, la 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 la. Zahnpasta, auch gut. Zähne putzen. Das ist sowieso mit der Hygiene. Ich meine, ich weiß, das Wasser ist verseucht, aber trotzdem, das ist alles hier so schmutzig. Und es stellt keiner mehr was Neues her, ne? Das ist ja auch so etwas, was mir so in Fallout ein bisschen aufstößt. Warum ist das so? Den Leuten, den Menschen ist das komplett abhanden gekommen, Sachen herzustellen. Neue Sachen zu machen. Ach, kann ich dir vielleicht die Minigun geben? Die wird bestimmt einiges wiegen. Wo ist sie denn? Die wiegt gar nichts, aber die Minigun, die hat... Jo. Die Mini-Atombombe auch nichts wiegt, ist ja auch witzig. Nicht verrostete Blechdose, darauf wird Wert gelegt. Okay, hier die Kochplatte zum Beispiel. Ja, die Rüstung letztendlich. Die Köterkeulen, das kann ich nicht übers Herz bringen, ihm die zu geben. Das ist zu mies. Okay, der Eimer. Hier die Flaschen. Letztendlich ist es ja egal, Hauptsache wir sind die Sachen mal ein bisschen los und können noch ein paar Sachen mitnehmen. Ein sauberer Besen. Siehst du, es benutzt keiner einen Besen. Es wird nichts mehr hergestellt, keiner benutzt mehr einen Besen. Schallplatte. Hier Schlosserhammer, auch sehr schwer. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubpatrone brauche ich. Die Spätausgabe der Zeitung, können wir das lesen? Untersuchen. Boston Bugle, aber sonst nichts. Okay. Schade. So, ich denke, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen... Oh. Jo, ist gut, Doc. Ein bisschen was musst du auch tragen, geht nicht anders. Also wie gesagt, der Menschheit ist doch komplett abhanden gekommen, Sachen herzustellen. Ich meine, liegt das nicht etwas in unserem Wesen drin? Das ist so etwas, was ich dann nicht nachvollziehen kann. Es gibt ja hier nichts mehr, was hergestellt wird, außer wieder Sachen aus gebrauchten Sachen, die dann wieder gebraucht aussehen. Es stellt keiner neue Sachen mehr her. Ich meine, klar, so ein Atomkrieg, der macht eine Menge kaputt. In allem, ob nun seelisch, geistig, was auch immer, körperlich sowieso ganz viel, aber warum kommt den Menschen das komplett abhanden, was herzustellen? Da war eben was. Reagenzglashalter. Das wundert mich ja so ein bisschen. Finde ich auch schade.
Warte mal, hier war verbesserter. Oh das Gott. Das Teil knacke ich sicher nicht. Nein! Okay, da müssen wir nochmal wiederkommen, wenn wir ein Skill dafür haben. Ich denke mal, vorher können wir da auch nichts anderes machen. Auch da unten nicht. Oh, es gibt inzwischen ist jetzt. Oh, warte mal. Inzwischen gibt es hier so viel. Gerade am Anfang, was man sich merken müsste, was man im Nachhinein noch machen muss. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das alles noch wieder zusammenreimen kann. Okay, da ist sonst nichts. Oh. Hä? Siehst du, bin ich gar nicht gewesen in der Ecke. Halt. Jet. Das müssten wir eigentlich. Ich glaube, Mama Murphy wollte das haben, ne? Eigentlich unterstütze ich das nicht gerne, aber es gehört ja auch irgendwie zur Quest dazu. Und wir haben andere Zeiten, das muss man berücksichtigen. Da haben wir noch was. Jetzt sind wir komplett. Entsperren, Einsteiger, komm. Das müssten wir doch eigentlich hinkriegen. Na los. Na los! Alles klar. Geschafft. Gut. Okay, ha, Dogmeat? Was sagst du? Ich würde sagen, wir beenden die Folge für heute. Und dann werde ich wahrscheinlich in Sanctuary neu anlegen. Wir haben ja noch zwei neue Quests. Und wir sollen noch nach Diamond City. Und dann kommt noch so viel. Erstmal müssen wir das Medaillon zurückbringen. Also es gibt noch eine Menge und dann muss ich mal eben wieder gucken, ob man jedes Mal, wenn man das Spiel von vorne anfängt, wieder diesen Cheatcode eingeben muss für die erhöhte Tragkraft. Also die brauchen wir dringend, weil ich keine Lust habe, alle Nase lang wieder hin und her und zurück und hierhin. Das ist so der einzige Cheat, den ich mir gönne, sozusagen. Dann sage ich bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.